Kreschu, wenn du endlich mal schnell sein willst, dann brauchst du genau diesen Schuh. Meinst du, schnell wie du? Ja, ich bin 3,5 Jahre mit Camper und ich habe mich lange gesucht mit den Schuhen. Hat mir irgendwie irgendwas immer gefehlt und da im Camper fühle ich mich wohl und ja, das ist sicher auch mein Schuh für die Zukunft. Also gerade als Außenspieler ist immer, wenn man gerade mit Kontakt von außen Richtung Mitte springt oder auch beim Gegenstoß, wenn man halt zur Mitte zieht und man hat vielleicht ein bisschen Kontakt, ist es immer extrem, wie man den Grip seitlich braucht, damit man einfach den Druck behält. Also wenn ich in Spiel eine Sperre setze, wenn ich in Spiel eine Sperre stehe, dann muss der Schuh aushalten, dass mich der Gegner schiebt, dass ich auf dem Platz bleibe, dass ich mich nicht so viel dann bewege und dann auf einmal explodiere. Und natürlich habe ich auch ein anderes Gewicht als die Außen und dann muss der Schuh nicht nur stabil sein, sondern auch muss auch vieles aushalten. Ja. Die Michelin-Sohlen, ich glaube, wenn man das sieht, was die Autos machen, dieser Grip, was die haben, das gibt einfach der Schuh wieder. Der Schuh ist sehr leicht, was natürlich für den Sprung hilft, weil man dann, viele denken, das macht nicht so viel aus, so ein paar Gramm, aber man merkt jedes Gramm am Fuß. Gleichzeitig aber trotz der Leichtigkeit vom Schuh ziemliche Stabilität und Dämpfung bei der Landung. Ich muss auch sagen, das ist einer der Schuhen mit dem besten Grip, würde ich sagen, und fühle mich auch extrem sicher mit dem zu spielen und ja, sehr selten rutscht man. In Deutschland sind viele Hallen und Boden unterschiedlich. Manche sind schmutzig, manche sind sauberer und deshalb ist es sehr wichtig, einen guten Grip zu haben und ich glaube, Michelin bringt es auf die Platte sehr gut. Also wenn jetzt der Schuh nicht so viel Grip hätte, hätte ich natürlich deutlich mehr Probleme, gerade was Antritt betrifft, was einfach der Druck unter Kontakt betrifft, solche Sachen hätte ich natürlich da schon viel mehr Probleme und das ist für mich natürlich immens wichtig. Kreschu, wenn du endlich mal schnell sein willst, dann brauchst du genau diesen Schuh. Meinst du, schnell wie du? Wenn du so schnell wie ein Außen sein willst. Ah, das ist was anderes, ja. Dann brauchst du diesen Schuh. Da hast du sehr viel Grip, sehr viel Flexibilität und alles, was man braucht. Okay. Ich kaufe nicht, bleib bei dir, ja. Marcel. Du bist sowieso kein Schneller, also brauchst du keinen schnellen Schuh. Ich glaube, das wäre der perfekte Schuh für dich. Der ist stabil. Deine Stärke ist ja das Handgelenk, also springst du auch nicht so viel. Denke ich auch, der Schuh passt dir. Und das Beste, weißt du, wer diesen Schuh trägt? Krisim Jakosina, Janik Kohlbacher. Also nur geile Spieler tragen den Schuh. Ich glaube, das wäre auch was für dich. Alles klar. Er hat ihn gekauft, alles gut. Nee. Ich glaube, er hat ihn gekauft.